Einen wunderbaren guten Tag, liebe Leute. Heute mal ein bisschen praktischeres Video. Ich zeige euch, wie ihr das Zündkerzenbild überprüft. Das ist wichtig, zum Beispiel, wenn ihr euer Moped neu abstimmen müsst, wenn ihr den Auspuff zum Beispiel gewechselt habt, dann müsst ihr eventuell die Hauptdüse im Vergaser wechseln. Und wir überprüfen jetzt erstmal das Zündkerzenbild. Wie wir das machen, ist ganz einfach. Ihr seht, hier ist der Motor, hier ist die Zündkerze. Wir nehmen hier diesen Stecker und ziehen den ganz vorsichtig erstmal ab von der Zündkerze. Die ist aus Porzellan, da müsst ihr aufpassen. Schön nach oben hin abziehen, dass ihr nicht die Kontakte kaputt macht. Perfekt. Können wir den zur Seite packen, den brauchen wir erstmal nicht. So, und die wollen wir jetzt rausdrehen, damit wir gucken, ob der Kontakt zu hell oder zu dunkel ist oder ob er genau perfekt ist. Kurze Anmerkung an der Stelle zum Werkzeug. Ich benutze dafür einen Zündkerzenschlüssel. Ihr könnt entweder einen Schraubenschlüssel oder einen Engländer verwenden, wenn ihr das nicht habt, obwohl ich euch einen Zündkerzenschlüssel dafür eigentlich immer ans Herz legen würde. Dafür nehmt ihr euch einen Zündkerzenschlüssel, der passt. Ihr müsst ihn ganz vorsichtig da drauf stecken. Na, der passt zum Beispiel nicht. Gesagt, getan. Jetzt nehmt ihr euch einen Schraubenzieher, steckt ihn in ein Loch und löst jetzt einfach die Zündkerze. Ich muss dafür einmal kurz zur anderen Seite gehen. Haltet das ordentlich fest und dann müsst ihr einmal mit ein bisschen Druck dagegen drücken. Passt da einfach auf, das Ding ist relativ fragil. Sobald ihr die ein bisschen gelöst habt, könnt ihr die auch einfach mit der Hand vorsichtig anfangen rauszudrehen. Jetzt, wo es einfach geht, können wir den Schlüssel hier schon abnehmen. Jetzt dreht ihr die Zündkerze ganz einfach mit der Hand raus. Ihr wollt natürlich ein gültiges Zündkerzenbild überprüfen, deswegen macht das Moped nicht vorher an und fahrt noch kurz vorher eine Runde. Erst recht, wenn ihr den Choke reinmacht, dann wird das Zündkerzenbild natürlich künstlich sehr, sehr fettig. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr, bevor ihr das Zündkerzenbild überprüft, eine etwas längere Runde gefahren seid. Dann müsste das Zündkerzenbild eigentlich eine optimale Aussage über eure Verbrennung aussagen. So, was heißen jetzt eigentlich die Zündkerzenbilder? Wir hangeln uns mal von links nach rechts durch. Ganz links das Zündkerzenbild, das ist mager. Im Prinzip verbrennt ihr zu wenig Gemisch. Das ist auch zugleich der gefährlichste Fall. Hier müsst ihr einfach direkt handeln und euch eine größere Hauptdüse in den Vergaser einbauen. Es kann nämlich sein, dass sich der Motor sonst zu wenig schmiert, weil es ein Zweitakter ist, macht er es über die Verbrennung. Und ihr könnt dann Motorschaden haben. Wenn euer Zündkerzenbild zu fett ist, also ganz schwarz aussieht, dann verbrennt ihr zu viel Gemisch. In dem Fall müsst ihr einfach eine kleinere Hauptdüse wählen. Alternativ könnt ihr auch gucken, dass ihr irgendwie mehr Luft in den Verbrennungsprozess bekommt. Guckt vielleicht mal, ob ihr noch beim Luftfilter irgendwas tunen könnt, ob ihr da noch vielleicht noch eine Drossel entfernen könnt oder einen Sportluftfilter einbauen könnt. Dadurch könntet ihr natürlich auch dann mehr Leistung rausholen. Ne? Wenn ihr natürlich die Hauptdüse jetzt verkleinert, dann kann das sein, dass ihr natürlich dann im Endeffekt ein bisschen Leistung verschenkt. Der Motor lässt sich aber auch nicht ins Unendliche tunen. Deswegen, falls ihr dann immer noch ein zu fertiges Zündkerzenbild habt, dann müsst ihr halt einfach eine geringe Hauptdüse wählen. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, wenn eure Zündkerze so aussieht wie das Bild optimal 1 oder 2. Euer Motor verbrennt in diesem Fall optimal. Beim Einbau passt ihr einfach auf, dass ihr das Gewinde gerade reindreht, und das macht ihr im Prinzip jetzt alle Schritte rückwärts. Reindrehen, festziehen und dann wieder hier die Kappe für den Funken draufpacken und dann seid ihr auch schon fertig. Der Schlüssel ist wieder drauf. Achtet beim Festziehen drauf, dass ihr einmal mit Wucht die festzieht. Nicht zu dolle natürlich, die ist immer noch zerbrechlich, aber die sollte schon fest sitzen. Deswegen zieht die einmal dolle fest und dann seid ihr auch schon fertig. Macht die Kappe wieder drauf. Vorsichtig von oben runter, dass es klackt, und dann seid ihr fertig. Das war's.